Wunderschönen guten Morgen. Heute mal mit einem neuen Video zu unserem Simply & More Beitrag. Ja, und alles dreht sich heute um das Stempelset Kraft der Natur, welches erst ab dem 1. Juni für euch verfügbar sein wird im neuen Hauptkatalog. Ja, wir hatten bei OnStage die Möglichkeit, einige Sachen vorzubestellen, und da war das Set bei mir ganz oben auf der Liste, weil ich das einfach richtig, richtig schön finde. Und ja, Caro eben auch vom Stempelsektor. Und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir heute doch direkt das Set und machen euch ein bisschen neugierig. Ich mache heute zusammen mit euch diese Streichholzschachtel. Und wenn man die öffnet, da kommt gerade der Metallhändler, falls ihr es klingeln hört. So, dann kann man das so aufmachen. Dann habe ich einmal den Boden noch ausgelegt, damit das nicht so unschön aussieht. Und dann gibt es noch diese kleine Karte, einfach mit so einem Guckloch, wo man eben auch noch was Nettes reinschreiben kann. So, packen wir das jetzt erstmal wieder ein bisschen an die Seite. Machen wir einmal ein bisschen Platz. Gestempelt habe ich in den Farben Himbeerrot und Grapefruit. Das ist eine neue In-Color-Farbe. Ein wunderschönes, knalliges, ja, Orange kann man gar nicht dazu sagen, aber ja, eine richtig schöne, frische Farbe. Und die haben eben auch einen neuen Schließmechanismus. Ja, hier so ein Streifen, den man reinkleben kann, damit, wenn man mehrere Stempelkissen nebeneinander liegen hat, auch immer sehen kann, in welche Farbe man seinen Stempel gerade so tunkt. Ja, bei dem Papier bin ich auch der Serie treu geblieben. Das ist jetzt ein Papier daraus. Das Designerpapier heißt Poesie der Natur. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ja, verwendet habe ich die großen Streichholzschachteln aus dem Bastelladen vor Ort. Die kann man mit Sicherheit auch überall im Internet bestellen. Die sind halt um einiges größer als die normalen Streichholzschachteln. So, dann fangen wir einfach mal mit dem Zuschnitt des Papieres an. Hier brauchen wir einmal 19,5 mal 11,5. Gefalzt wird bei 3 cm, bei 6 cm, bei 12 cm und bei 15 cm. So, dann gehe ich das alles nochmal mit dem Falzbein nach. Kann man das nämlich ganz wunderbar um die Schachtel rumlegen und auch schon festkleben. Dafür nehme ich den Tombow. Gucken, dass die auch richtig aufgeht. Ich meine, ist egal, kann man nachher ja immer noch tauschen, aber was man hat, hat man, ne? So, dann haben wir das schon mal. Dann machen wir weiter mit der Banderole. Die ist 7,5 mal 19,5. So, die falzen wir natürlich genauso. Wie eben den Streifen gerade.
dir das auch noch mal eben nach. So. Ja, dann haben wir das so und können das auch eben hinten einmal festkleben. So, gucken, dass ihr das schön bündig habt. Ja, und die Banderole selber kann man ja dann, da ich die ja nicht am Papier festgeklebt habe, immer noch verschieben, so dass es eben einigermaßen symmetrisch aussieht. So, glaube ich, geht's. So, dann kommen wir zu unserem neuen Geschenkband. Das ist so ein gepunktetes, na, wo ist denn der Anfang? So ein gepunktetes Tüllband. Das gibt es in Flüsterweiß und Vanille pur. Das jetzt hier ist Flüsterweiß, weil eben der Grundton hier bei dem Designerpapier auch Flüsterweiß ist. So, dann wickle ich einfach ein Stückchen da drum. Knoten da rein, damit das auch hält. Zack. So, dann mache ich noch ein Schleifchen. So, dann kürze ich das natürlich noch, damit das hübsch aussieht. So. Das haben wir schon mal. So, jetzt kommen wir zu dem Gruß. Ich lege das hier nochmal so hin. Da habe ich den Farbkarton auch in Grapefruit gewählt. Und die Stanze in 2 Inch. So, und bei dem Flüsterweiß stempel ich erst und stanze dann aus, damit ich das nachher auch schön mittig habe. So, stanze ich das erstmal aus. Jetzt kann ich mir eben wunderbar die Mitte suchen. Ich glaube so. So, und jetzt stempel ich, damit ich das Grapefruit nochmal aufgreife, die Blätter. Ein Blatt. Ich stempel das vorher einmal ab, damit das nicht ganz so, damit die Farbe nicht ganz so intensiv ist. So, und dann kann da auch schon der Kleber drauf. Ups. So, und wie ihr das ganz gut sehen könnt, habe ich das so ein bisschen versetzt geklebt. Kann man natürlich auch mittig kleben. Ich fand das jetzt so ein bisschen schöner. Auf die Rückseite dann einfach 1, 2, 7, 8, 9 Dimensionals. Ich habe mal 3 genommen. So, dann kommt das einfach hier so ein bisschen drüber. Die Schleife ein bisschen dran gerückt. So. So, dann haben wir noch unseren schönen, haben wir noch ein paar Accessoires passend zu dem Designerpapier und den Stempelsets, wenn ich den jetzt aufbekomme. Das ist hier der Blattschmuck. Den gibt es einmal in Silber und einmal in Kupfer. Ich habe mich jetzt hier für Kupfer entschieden. Und die befestige ich ganz einfach
mit Glue Dots. Dazu fummel ich mir hier einen ab, klebe da einfach hinten was drauf und schiebe das hier so. Habe ich das jetzt richtig rum? Nein, natürlich nicht. So. So, dass das hier auch ein bisschen rausguckt. Und das andere, das einzelne Blatt, mache ich auch mit einem Glue Dot fest und schiebe das hier drunter. So, das war's schon. Dann haben wir schon die Verpackung eigentlich fertig. Aber wie ich euch vorhin gezeigt habe, habe ich innen drin auch noch was gemacht. Zum einen den Boden. Wie man sieht, das sieht nicht ganz so schick aus. Da habe ich einfach hier nochmal ein Stück Designerpapier zurechtgeschnitten in den Maßen 5,4 x 10,9. Einfach ein bisschen Kleber drauf. Dann kann man das eigentlich hier schon so reinlegen. Ein bisschen festdrücken. So, dann kommen wir noch zur Karte. Der Kartenrohling hat die Maße, jetzt muss ich gerade mal hier gucken, 10,9. Mal 10,8 und wird dann bei 5,4 gefalzt. Damit die Karte eben genau in die Schachtel passt. So, dann habe ich noch da einfach ein Stück Designerpapier drauf geklebt. In den Maßen 5,4 mal 8,9. Jetzt mal die Karte noch mal eben hier rausfischen. Auch einfach wieder nur Kleber drauf. So, dann kann man die hier einfach das Stückchen drauflegen. So, dann habe ich hier einfach, jetzt nicht durch beide Stanzen, sondern nur durch das Oberteil der Karte, einfach ein Loch in 3/4 Inch und dann habe ich den nur für dich Stempel genommen, natürlich auch aus dem Set Kraft der Natur, und habe den dann einfach da positioniert. Na, man könnte da halt noch einen netten Gruß reinschreiben und fertig ist eine kleine hübsche Geschenkverpackung mit Karte. Ach Quatsch, die war schon gefüllt. Ja, sag ich mal, viel Spaß beim Verschenken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und der Ton war diesmal besser als sonst. Ansonsten, ja, gerne einfach einen Kommentar hinterlassen. Freue ich mich drüber und ja, jetzt schaut mal bitte bei Caro vorbei, die hat mit Sicherheit auch was ganz Tolles gezaubert und ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dann!